Einen schönen guten Abend, liebe Gäste, liebe Zuschauende, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Humboldt-Forums im Berliner Schloss. Herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung im Rahmen unserer Diskursreihen hier live aus dem Humboldt-Forum. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, vielleicht wieder dabei sind, denn vergangene Woche haben wir hier gestartet mit einem Programm. Da ging es vor allen Dingen um die ethnologischen Museen. Heute beginnt eine neue Reihe Ortstermine, wobei beginnen Ortstermine hat eigentlich schon eine längere Geschichte. Die von Andrea Rieder kuratierte Reihe hat schon 2016 begonnen und beschäftigt sich mit der Geschichte des Ortes, denn hier zwischen Spree und Kupfergaben ist ja in den letzten 800 Jahren extrem viel passiert. An kaum einer anderen Stelle hier in der Mitte Berlins haben sich so viele Prozesse und Entwicklungen verdichtet. Hier gab es eine alte Burg, hier gab es das Schloss, in dem erst die Kurfürsten, dann die Könige, dann die Kaiser residierten. Hier gab es Revolutionen, die von 1848 wie auch die von 1918, dann das Ende der Monarchie, damit verbunden. Die kulturelle und wissenschaftliche Nutzung in der Zeit der Weimarer Republik, die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, der Abriss der Schlossruine 1950, dann der große Aufmarschplatz für die politischen Demonstrationen in der DDR und dann der Palast der Republik. Dann asbestsaniert steht er hier als Stahlgerippe über einige Jahre und ist Ort für ganz unterschiedliche kulturelle Zwischennutzungen. Dann auch der Abriss dieses Teils vom Palast der Republik und dann eine grüne Wiese. Und heute steht jetzt hier hinter den rekonstruierten Mauern des alten königlichen Schlosses ein Neubau nach Entwurf von Franco Stella. Und wir haben hier drinnen gemeinsam mit vielen Akteuren die Aufgabe, das Humboldt-Forum zum Leben zu erwecken. Und wir hoffen sehr, dass Sie alle bald Gelegenheit haben werden, dieses Haus sich hier anzuschauen. Ortstermine beschäftigt sich genau mit dieser vielfältigen Geschichte des Ortes. Und da gibt es wirklich eine Menge drüber zu erzählen. Wenn Sie alle hier kommen, dann wird das ja ein ganz unterschiedliches Publikum sein. Es gibt Alte und Junge, die wir erwarten, Große und Kleine. Sie werden alleine kommen, zu zweit oder in einer Gruppe. Sie kommen zu Fuß oder mit dem Bus, mit dem Fahrrad, vielleicht sogar mit der Eisenbahn oder mit dem Schiff. Sie waren vielleicht schon mal da und kommen wieder oder Sie sind zum ersten Mal da. Sie haben vielleicht ganz wenig Zeit, sind hier als Tourist und wollen noch ganz viel erleben oder Sie haben sich extra vorgenommen, heute mal wieder ins Humboldt-Forum zu gehen, zu einer besonderen Veranstaltung. Vielleicht wollen Sie auch nur einen Kaffee trinken oder Ihrem Besuch die schöne Aussicht von unserer Dachterrasse zeigen. Es wird also ganz unterschiedliche Gäste geben, die hier ins Humboldt-Forum kommen. Und wir alle wollen für Sie ein wunderbares Programm machen. Wir alle wollen Ihnen einen besonderen Ort bieten. Wir alle wollen, dass Sie über uns erzählen, möglichst gut natürlich. Und wir wollen auch, dass Sie wiederkommen. Und Sie haben natürlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Sie bringen ganz unterschiedliche Erwartungen mit. Und wie wird man denen gerecht? Und darum wird es heute gehen. Wie schaffen wir hier einen Ort, der wirklich barrierefrei ist in vieler Hinsicht? Wir wollen keine intellektuellen Barrieren. Wir wollen keine baulichen Barrieren. Wir wollen niedrigschwellig sein mit den ja zum Teil doch komplizierten und auch nicht immer einfachen Problemen, die wir hier verhandeln in unseren Ausstellungen, in unseren kulturellen Veranstaltungen, unseren Bildungs- und Vermittlungsangeboten. Barrierefreiheit, Niedrigschwelligkeit und Inklusion, das sind ganz wichtige Stichworte und ich bin sicher, das wird heute Abend hier auch noch mal immer wieder auftauchen, wie wir damit umgehen. Und Anlass für diesen Ortstermin heute ist das Erscheinen eines Buches vom Kloster zum Humboldt-Forum, 700 Jahre Geschichte und Architektur, ein Buch zum Tasten, Sehen und Hören. Ein Buch, das sich besonders an Menschen richtet, die sehr besondere Bedürfnisse haben und für die wir hier ein inklusives Angebot im Humboldt-Forum machen wollen. Darum wird es heute gehen, die Geschichte des Ortes, der Ortstermin mit einem Schwerpunkt Barrierefreiheit und Inklusion. Und wir alle haben, glaube ich, damit schon Erfahrungen gemacht. Wir alle wissen, wie wichtig das für unsere Gesellschaft ist. Und wir werden heute Abend hier von verschiedenen fachkundigen Menschen ihre Perspektiven hören. Ich hoffe, dass Sie mitdiskutieren, wenn wir um die Frage
über die Frage reden, was bedeuten Barrierefreiheit und Inklusion nicht nur in der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes, sondern insgesamt für das Humboldt-Forum im Berliner Schloss. Und ich bin sehr dankbar den Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrer Arbeit seit vielen Jahren dafür gesorgt haben, dass wir, glaube ich, mit einem sehr guten Angebot auch unter den Aspekten Barrierefreiheit und Inklusion hier an den Start gehen. Baulich haben da viele mitgewirkt. Da denke ich zum Beispiel auch an Tarek Ibrahim, der hier dafür gesorgt hat, dass es wenig bauliche Barrieren im Haus gibt und man sich hier, egal ob man mit dem Buggy oder mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl kommt oder ganz andere spezielle Bedürfnisse hat, sich in diesem Hause wohlfühlt und dass man sich gut orientieren kann. Und ich danke vor allen Dingen den Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur dieses Buch, sondern auch viele andere weitere Angebote seit vielen Jahren vorbereitet haben, an meinen Kollegen Johannes Wien, viele Jahre hier Vorstand in der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss, dem dieses Thema ein besonders wichtiges Anliegen war. Ich bedanke mich bei Katja Gimpel und Friedrun Portela Ayambe, die auch dieses Buch in besonderer Weise zum Leben gebracht haben, das heute Abend hier vorgestellt wird. Und ich bedanke mich besonders bei Jürgen Dusel, dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderungen, der heute Abend unser Gast ist. Und ich danke auch vielen Vertretungen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, insbesondere dem Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin, gegründet 1874 e.V., insbesondere dem Arbeitskreis Kultur und Freizeit in diesem wichtigen Verein. Jetzt höre ich schon ein bisschen Musik. Jetzt geht's los. Schalten wir nach innen. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ich habe Gänsehaut. Die kriege ich immer, wenn ich Ave Maria höre. Das ist mir richtig nahe gegangen. Und ich möchte auch gerne sagen, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Shari Reeves. Ich bin die Frau mit der ganz besonderen Stimme. Ich glaube, ich bin die Einzige, die davon überzeugt ist. Sei es drum, vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle an Hartmut Dorgerloh für, sagen wir mal, diese einführenden Begrüßungsworte, die wir eben gehört haben. Und natürlich auch an die Musik, beziehungsweise an die beiden Musiker. Ist mir wirklich richtig unter die Haut gegangen gerade, Ave Maria, was ist echt so ein ganz besonderes Stück. Ist nämlich eine Komposition, beziehungsweise eine Kooperation zwischen Charles Gounod und Johann Sebastian Bach. Und Bach ist übrigens immer schon mein Lieblingskomponist gewesen und der meines Vaters. Deswegen ist es bei mir jetzt gerade in den Ohren ganz besonders angekommen. Gespielt wurde es von Ariane Jesulat, sie ist Pianistin und Sängerin und auch Dozentin für Musiktheorie, hat auch studiert an der Uni der Künste Berlin und
Auf der anderen Seite haben wir Jonas Hauer. Er ist Pianist, Akkordeonist, Komponist und Arrangeur. Er ist blind seit seinem zweiten Lebensjahr und hat Klavier studiert, und zwar 2005 auch an der Uni der Künste Berlin. Und jetzt habe ich ein bisschen viel eben auch schon, Jonas, über das Ave Maria gesprochen. Warum ausgerechnet diesen Musikbeitrag hier heute Abend? Ja, schönen guten Abend. Es gibt ja nicht so viele Stücke, die speziell für Theremin geschrieben sind. Und deswegen, wenn man nach Repertoire sucht fürs Theremin, dann muss man sich immer irgendwie behelfen, so, dass man Sachen arrangiert. Und das Theremin hieß früher Theremin Vox, also Theremin Stimme sozusagen. Und deswegen kann man ganz gut so Sachen adaptieren, die für Gesang sind. Und ich fand, es hat sich sehr angeboten. Erstmal liebe ich das Stück auch sehr. Dann mag ich natürlich das wohltemperierte Klavier. Genau, und es hat sich sehr angeboten für Theremin. Es ist auch so... Entschuldigung, da muss ich jetzt direkt mal dazwischen grätschen, leider. Also ich weiß, was ein Theremin ist, weil wir hatten schon mal in der Sendung, haben ausführlich darüber gesprochen. Du weißt natürlich auch, was es ist. Es ist ein elektronisches Musikinstrument von 1920. Tatsächlich ist es aber, man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man dich da so sieht mit deinen Händen, du bewegst den Mund ja gar nicht. Das heißt, da kommt keine Stimme raus. Es hat was Magisches. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, wie das überhaupt funktioniert, das Theremin. Genau, wir machen ja auch ein bisschen Audiodeskription vielleicht. Und ich kann das Ding beschreiben. Es sieht, die Kiste selbst sieht aus wie ein Schuhkarton. Mhm. Den habe ich auf so einen Mikrofonständer gestellt. Und wir haben rechts eine senkrechte Antenne, die nach oben geht. Links aus dem Schuhkarton raus kommt so eine gebogene Antenne. Mhm. Und diese beiden Antennen sind für meinen Ton zuständig. Wenn ich meine Hand in der Luft bewege, also ich berühre die Antennen nicht, sondern ich bewege meine Hände in der Luft. Wenn ich die rechte Hand an die senkrechte Antenne heran bewege, ändere ich die Tonhöhe, nehme ich sie weg davon, wird der Ton immer tiefer. Aber das ist das schwierig eigentlich jetzt mal? Wie lange braucht man dafür? Es ist mega schwierig. Okay, gut, alles klar. Das Problem ist, man hat keine Orientierung. Bei jedem anderen Instrument, das berührt man irgendwie. Das heißt, es gibt Fingersätze, es gibt Bünde, es gibt Ventile, Löcher, sowas alles zur Orientierung. Das alles habe ich beim Theremin nicht. Das heißt, ich muss quasi willkürlich, und das ist genau wie du meintest, es ist wirklich ein bisschen magisch, muss man die Töne aus der Luft greifen. Wow. Aber es ist jetzt, ich meine, das ist ja auch ganz klar. Es ist schwierig, es ist das eine, und mich interessiert das jetzt persönlich. Du siehst ja auch gar nicht, was du da machst. Wie kriegst du das hin? Ja, also man muss einfach... Üben? Üben. Genau. Okay, alles klar. Ja, kann ich gar nicht sagen. Ja. Und einfach hören natürlich. Ne? Also absolut, das Hören ist extrem wichtig dabei. Okay. Und ja. Gut, alles klar. Vielen herzlichen Dank. Wir hören ja gleich auch noch was von euch beiden. Wir machen jetzt erstmal weiter hier an dieser Stelle. Ich sage nochmal herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Veranstaltung, Ortstermin. Und wir haben eben schon gehört, das ist nicht... der erste Termin dieser Veranstaltungsreihe Ortstermin, aber dieser Termin ist so besonders, weil dieser Termin ist nämlich digital. Oh ja, das können wir richtig gut in Deutschland. Was wollte ich nur sagen? Wir reden heute natürlich über die Vielfalt der Geschichte und natürlich auch über die politische Rolle dieses wichtigen Standortes, an dem wir hier sind. Und wer dann am Ende immer noch offene Fragen hat, wir haben es eben schon angesprochen, beziehungsweise Herr Dogalo hat es angesprochen, es gibt dieses besondere Buch, was wir euch heute vorstellen wollen. Und da gibt es auch ganz sicher, ganz viele Antworten auf die vielen Fragen, die ihr noch habt. Was wollen wir eigentlich oder was will dieses Humboldt-Forum eigentlich? Hier geht es um die Zusammenarbeit mit der Fokusgruppe und natürlich dem Inklusionskonzept des Humboldt-Forums, also heute hier, heute Abend. Und jetzt möchte ich gerne noch ein paar wichtige Anmerkungen machen, die wirklich sehr wichtig sind, denn es geht ja um das breite Spektrum des barrierenfreien Angebotes. Da haben wir zum einen die deutsche Gebärdensprache. Die deutsche Gebärdensprache muss es natürlich richtigerweise heißen. Wir haben die leichte Sprache und wir haben Live-Untertitelung. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, dass ihr, sie sich interaktiv mit einbinden könnt. Wir blenden jetzt einfach mal den Link ein und der heißt voxer.com/Humboldt-Forum. Und es gibt auch noch eine Telefonnummer, die lautet 030 992118989. Warum gibt es das? Das bedeutet, ihr müsst einfach auf diese Seite gehen oder eben anrufen und ihr könnt dann Fragen stellen. Denn wir haben ja einige Gäste heute Abend hier, die sicherlich ganz viele Antworten auch für euch dann schon parat haben. Das heißt,
Geht auf die Seite drauf, stellt Fragen. Diese Fragen werden wir beantworten, soweit wir das auch können. Vielleicht habt ihr auch einfach nur Anmerkungen, wollt gar keine Fragen stellen. Auch das könnt ihr machen, denn wir haben zwei Gesprächsrunden. Und jeweils am Ende einer Gesprächsrunde werden wir eure Fragen dann beantworten. Also ich sage es gerne nochmal, www.voxer.com/Humboldt-Forum oder ihr könnt natürlich auch anrufen unter 030 992 11 89 89. Wir wollen reden mit euch, wir wollen reden natürlich auch mit unseren Gästen, die wir heute hier haben. Ich habe es eben schon angesprochen, es gibt zwei Gesprächsrunden. In der ersten Gesprächsrunde wollen wir natürlich ganz gerne über das aktuell neu erschienene inklusive Buch des Forum, des Humboldt-Forum Berlin sprechen. Es gibt ganz viele inklusive Bücher, aber dieses hier ist so besonders, weil es das erste inklusive Buch des Berlin Forums ist. Und da wollen wir heute drüber reden mit Gästen, die dieses Buchprojekt sozusagen begleitet haben. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch ein bisschen noch über das Thema Inklusion und Barrierefreiheit im Allgemeinen und ganz natürlich auch konkret hier im Humboldt-Forum sprechen. Das sind meine Gäste heute Abend. Ich stelle sie gerne noch mal vor an dieser Stelle. Das sind Katja Gimpel. Und Katja Gimpel ist Mitarbeiterin des Bereichs Geschichte des Ortes der Stiftung Humboldt-Forum und Projektleiterin des TAS-Buchs. Wir haben Christine Rieger. Sie ist freie Kunstvermittlerin, seit vielen Jahren ehrenamtlich und natürlich auch freiberuflich engagiert. Wir haben später noch Jürgen Dusel, er ist Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Und dann haben wir noch Friedrun Portele-Anyangbe. Ich habe mich wirklich sehr bemüht, diesen Namen richtig auszusprechen. Sie ist Historikerin, Judaistin und interkulturelle Trainerin. Und dann haben wir auch noch für den historischen Background Alfred Hagemann. Er ist Bereichsleiter für Geschichte des Ortes Stiftung Humboldt Forum. Das heißt mit anderen Worten, solltet ihr irgendwelche historischen Fragen haben, dann gehen diese historischen Fragen auf jeden Fall an Alfred Hagemann. So. Ich sehe auch schon, die einen oder anderen rutschen jetzt so ein bisschen nervös auf den Stühlen hin und her und denken, diese Frau da, wer ist die eigentlich, die da die ganze Zeit redet? Ja, ja. Das Memo nicht gelesen. Ich bin Shari Rees und ich habe, sagen wir mal, 16 Jahre lang die wunderbare Sendung Wissen macht Art zusammen mit meinem wunderbaren Ex-Kollegen Ralf Kaspers moderiert. Und man könnte fast sagen, Wissen macht Art war auch so ein bisschen, sagen wir mal, angehaucht barrierefrei, zumindest für kleine Kinder. Denn was wir gemacht haben, ist, wir haben die Kinder auf den Arm gehoben und auf der gleichen Höhe mit ihnen gesprochen und uns nicht zu ihnen heruntergebeugt. Und eine gute Freundin von mir, die auch gleichzeitig Redakteurin dieses Formates ist, hat immer gesagt, Wissen macht A ist so besonders, weil wir eigentlich den Kindern einen Hamburger verkaufen mit einem Salatblatt dazwischen und die am Ende nicht mal merken, dass sie auch was Gesundes gegessen haben. So, das ist der Trick, hat ganz gut funktioniert. Ich werde heute Abend so ein bisschen durch das Programm führen. Wir wollen, wie ich es eben schon angesprochen habe, über die Entstehung des Buches erst einmal sprechen mit meinen beiden Gästinnen. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns zunächst einmal, sagen wir mal, ein kurzes Video über die Entstehung des Buches an. Bitte schön. Kameraschwenk über Seiten des inklusiven TAS-Buchs vom Kloster zum Humboldt-Forum. Finger mit rot lackierten Nägeln ertasten eine Folie, die die Fassade des historischen Berliner Schlosses zeigt. Und taktile Details, wie eine grüne Wiese. Nahaufnahme des Covers. So, da sind wir wieder. Hier, oh, da. Da ist gewunken worden. Ist klar, dass das Rotlicht. Katja, Christine, vielleicht wollt ihr beiden euch noch mal so ein bisschen ausführlicher vorstellen. Also so, was so eure Funktionen tatsächlich sind. Bitte schön. Fange mit dir an, Katja. Ja, vielen Dank, gerne. Mein Name ist Katja Gimpel. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und arbeite seit 2017 in der Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss im Bereich Geschichte des Ortes, wie du ja auch schon erzählt hast. Und konnte in den vergangenen 2 Jahren mit ganz tollen Partnerinnen, unter anderem meiner Sitznachbarin, das TAS-Buch vom Kloster zum Humboldt-Forum entwickeln und als Projektleiterin mitgestalten und mitbetreuen. Und ja, ich freue mich sehr, das Buch heute hier vorstellen zu können und möchte mich natürlich auch ganz kurz noch beschreiben am Anfang.
Ich trage heute ein dunkelblaues Kleid und dazu schwarze Schuhe und habe hellbraunes, längeres Haar. Gut, vielleicht sollte ich das mal weiter fortführen, aber machen wir erstmal mit dir weiter, Christine. Ich werde dann gleich noch ein bisschen was zu meiner Person vielleicht erzählen. Genau. Ich bin Christine Rieger, ich bin Mitglied im Arbeitskreis Kultur und Freizeit beim Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein in Berlin. Ich bin Kunstpädagogin und arbeite auch als Kunstvermittlerin, insbesondere für inklusive Führungen und Audiodeskription. Und ich hatte das große Glück, mit in der Fokus, also Beraterinnengruppe zu sein, für die Erstellung dieses Tastbuches hier und mit Katja und anderen zusammenzuarbeiten. Ich bin klein, ich habe dunkles Haar, einen Pagenkopf, ein dunkelrotes Oberteil und eine schwarze Hose an. Und da ich sehbehindert bin, habe ich auch eine Brille auf. Okay, gut. Dann führe ich das mal weiter fort. Danke übrigens für den Einstieg, weil ich lerne ja auch immer dazu. Also ich bin klein, genauso wie Christine. Ich finde, ich habe die geilste Frisur, die man haben kann, nämlich hochgeflochtene Haare am Kopf entlang, was sehr weh tut, die an den Enden grau werden. Dann habe ich auch eine Brille. Das ist die Altersbrille natürlich, die man irgendwann bekommt. Das heißt, ich kann weit gucken, aber nicht nah gucken. Ich habe eine Jacke an, die so ein bisschen brombeerfarben ist, mit schwarzen Flecken drauf. Darunter ein weißes, aufgeknöpftes Blüschen, eine schwarze Hose mit weißen Sneakers und bunten Socken. Habe ich was vergessen? Meine Ohren? Nee, okay, alles klar. Gut, dann machen wir weiter mit dem Buch. Ihr habt uns ein tolles Buch mitgebracht, was da hinten liegt. Ich habe das Buch nach Hause geschickt bekommen und habe erstmal, als ich es in der Hand hatte, gedacht, boah, das ist ganz schön schwer. Und es hat eine rechteckige Form. Das heißt also, es scheint einem erstmal recht groß. Also ungewöhnlich groß für das, was man normalerweise bei Büchern kennt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es vorne auf dem Cover eine sehr große Schrift auch hat und einen guten Kontrast, damit es sehr gut leserlich natürlich auch ist. Und ich muss noch dazu sagen, es hat mich so ein bisschen, wenn ich das sagen darf, an ein Kinderbuch erinnert, weil es eben auch diese überdimensionale Größe hat. Liege ich da richtig oder liege ich da falsch? Es ist auf jeden Fall ein Buch, das für viele und für alle interessant sein kann und soll. Also das war auch unser Grundgedanke, dass wir ein Buch machen wollen, das für viele für zugänglich ist. Ein Buch, das für blinde und sehbehinderte Menschen, für sehende Menschen interessant ist, aber auch für Familien zum Beispiel. Und generell für Personen, für Leute, die sich für die Geschichte des Ortes interessieren und auch schöne Bilder mögen, die was Haptisches mögen. Mhm. Ja. Christine, wie ist eigentlich dazu gekommen, dass ausgerechnet dieser Titel ist jetzt hier? Also oder Katja? Will Katja das erzählen lieber? Warum ausgerechnet? Genau. Denn die Idee kommt von da werden wir nachher noch einiges dazu sagen. Ah, okay. Dann bitte. Den Buchtitel. Ja, genau, den Buchtitel. Genau. Und das, was da drin steht natürlich. Also was ist überhaupt da drin? Was steht da drin? Was erwartet uns in diesem Buch? Ja, ich wiederhole vielleicht nochmal den Titel für alle. Der Titel lautet ja der vollständige Vom Kloster zum Humboldt-Forum, mhm. 700 Jahre Geschichte und Architektur. Ein Buch zum Tasten, Sehen und Hören. Mhm. Und ja, wie der Untertitel verrät, es geht um ein Buch, das man mit verschiedenen Sinnen nutzen kann. Man kann Abbildungen ertasten, man kann Bilder anschauen, man kann auch eine Hörversion nutzen. Und es geht um die Geschichte des Ortes, es geht um... Also damals wie heute, muss man vielleicht noch dazu sagen, angefangen bei den Dominikanern, das ist ja so das, was am Anfang da drin steht, und dann endet das Ganze mit dem Humboldt-Forum. Ich habe es gelesen, wie du meinst. Ja. Genau, da wollte ich dann eigentlich noch ein bisschen ausführlicher auch drauf eingehen. Gut. Alles klar, willst du es jetzt machen oder wollen wir es später machen? Auch ausführlicher drüber reden? Ja, gerne. Ja, okay, bitte. So, ich halte es auch noch mal in die Kamera. Ich halte das Buch jetzt mit beiden Händen fest und würde auch einmal einige Seiten durchblättern. Mhm. Ja, also es gibt insgesamt 8 Kapitel, die wir, wichtige Etappen, die wir abbilden, dieser 700 Jahre Geschichte. Und wir beginnen mit der kleinen Klosterkirche und dem Klosterbau im 13. Jahrhundert.
Und die Leserinnen lernen dann auch das Berliner Schloss kennen, ja, in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Gestalten, als Renaissance-Schloss, als Barockschloss. Und die Geschichte führt natürlich auch weiter in das 20. Jahrhundert, in dem ja ebenfalls viel passiert ist. Wir haben heute schon einiges davon gehört. Mhm. Das Schloss wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Es entstand zunächst ein Aufmarschplatz und später wurde der Palast der Republik gebaut. Christina, das ist ein sehr aufwendiges Buch, ne? Also wenn man sich jetzt mal so diese Machart dieses Buches anschaut. Ihr habt als Fokusgruppe über eigentlich einen recht sehr langen Zeitraum daran rumgestaltet. Wie kann man sich das vorstellen? Wie aufwendig war das? Dazu muss ich sagen, wir haben oft Anforderungen beim Arbeitskreis Kultur und Freizeit beim ABSV, dass wir solche inklusiven Projekte begleiten, mhm, als Beraterteam sozusagen. Mhm. Dabei gibt es bei uns keine festen Fokusgruppen, also Beratergruppen, okay, sondern wir schauen immer, was für Anforderungen hat dieses Projekt, das, ja, da an uns herangetragen wird. Also hier war es konkret ein Buchprojekt. Mhm. Das heißt also, es geht um Buchgestaltung, es geht um Texte, es geht um Audiodeskription hier auch in diesem Fall. Und es geht natürlich um Tastobjekte, also in diesem Fall hier um Tastfolien. Mhm. Und da haben wir geschaut, also wer hat die Kompetenzen, wer kann mit in diese Fokusgruppe kommen. Und da hatten wir zum Beispiel Roswitha Röding in der Gruppe, die sich sehr gut mit Audiodeskriptionen und, okay, Tastmodellen und Brailleschrift auskennt. Silja Korn ist selbst Künstlerin. Also das heißt, sie hat vorher auch schon mal an so einem Buchprojekt gearbeitet? Wir haben unterschiedliche Erfahrungen mit, mhm, Buchprojekten. Silja zum Beispiel, Silja Korn, hat selbst schon ein Buch gestaltet. Okay, ich habe jetzt über längere Zeit auch beim DBSV, also unserem Dachverband, an einem Kinderbuchprojekt mitgearbeitet. Mhm. Aber ich würde sagen, das geht hier auch wirklich um das Bündeln dieser verschiedenen Kompetenzen. Also der eine kennt sich halt mit den Tastobjekten gut aus, wie Wolfgang Schöller zum Beispiel, einer der blinden Berater dabei. Roswitha habe ich schon benannt. Dann haben wir natürlich auch uns Sehbehinderte, also ich selber und Holger Rienisch. Wir achten darauf, dass Kontraste gut sind, Farben gut sind, Schriften gut lesbar sind. Also das, was Katja eben gezeigt hat. Also hier bündelt sich sozusagen, bündeln sich verschiedene Elemente, die wir dann alle in diese Arbeit mit reingebracht haben zu diesem Buch. Also so mal ganz allgemein gesagt, okay, was wir da als Fokusgruppe gemacht haben. Katja, vielleicht zeig ruhig noch mal ein paar Seiten irgendwie von dem Buch in die Kamera rein und vielleicht kannst du uns noch erzählen, wie lange hat denn diese Projektarbeit insgesamt gedauert? Also genau. Also was ich gern zuerst noch mal zeigen würde, ja, ist, wie das Buch grundsätzlich auch funktioniert. Also ich, ja, hatte ja gerne schon erzählt, dass, mhm, es verschiedene Etappen gibt. Und zu jeder Etappe bilden wir eine Fassade ab. Mhm. Das ist einmal ein kontrastreicher Farbdruck, den wir haben, der gut für sehbehinderte Menschen erkennbar ist. Okay. Und es gibt darüber eine transparente Tiefziehfolie, die lässt sich ertasten. Wie heißt die Folie? Entschuldigung. Das ist eine sogenannte Tiefziehfolie. Tiefziehfolie, okay. Ich kann auch noch mal ein anderes Bild aufschlagen. Die ist dann so reliefartig, ne, diese Folie? Genau, man kann hier zum Beispiel die Umrisse nachtasten oder verschiedene architektonische, mhm, Details wie das Portal oder Fensterreihen. Mhm. Und zusätzlich bilden wir auch noch zu jeder Etappe ein wichtiges oder ein interessantes Detail ab, das irgendwie mit dem Bau verbunden ist, zum Beispiel Giebelschmuck oder die berühmten Kugelleuchten aus dem Palast der Republik. Da zeige ich auch gerne noch mal ein Bild, wenn ich es schnell finde. Du kannst ja vielleicht in der Zeit tatsächlich mal sagen, wie lange das Ganze gedauert hat und dann nach dem Bild suchen. Genau, es war ein etwa einjähriger, sehr intensiver Prozess, mhm, von der ersten Idee über die Konzeptentwicklung, die Zusammenarbeit mit den BeraterInnen und der Agentur Inkel Design. Das möchte ich natürlich auch erwähnen, dass die Agentur Inkel Design als Agentur für inklusive Gestaltung, mit der haben wir sehr eng zusammengearbeitet und die hat uns intensiv betreut und beraten bei, mhm, diesem Projekt. War man sich da immer einig mit all den Ideen, die man hatte? Also ich denke, wir haben uns
ja, ich denke, wir sind uns relativ schnell eigentlich immer einig geworden. Es gibt natürlich unterschiedliche Ideen und unterschiedliche Bedürfnisse, aber wir haben eigentlich, denke ich, einen guten Kompromiss immer gefunden. Okay. Hast du die Seite gefunden übrigens? Oder du wolltest uns noch was zeigen? Genau, das ist nochmal eine andere Tastabbildung. Und zwar ist das anders als diese transparenten Folien, ist hier ein Lack auf das Papier aufgebracht und dadurch werden die Abbildungen auch tastbar. Ah, okay. Gibt es da einen speziellen Ausdruck für, was du da jetzt gerade zeigst? Man kann das Taktildruck nennen oder tastbarer Druck. Tastbarer Druck, okay. Genau. Das macht Sinn. Ihr habt eine Hörversion auch mitgeliefert. Wie wichtig war das, das zu machen? Ich weiß nicht, wer es von euch beiden beantworten möchte. Die Frage geht dann beide. Sage ich gleich mal ganz wichtig. Ja, okay. Wir haben, vielleicht kann ich noch mal ergänzen zu dem, was Katja auch sagt. Gerne, also wir haben uns ja in diesen ganzen Prozess auch als Gruppe, als Fokusgruppe mit eingebracht. Und von daher fand ich das auch ganz spannend, dass wir von Anfang an dabei sein konnten. Das ist immer für uns eine ganz wichtige Sache, um die Arbeit effektiv zu gestalten und nicht so mitten reinzuspringen, wenn viele Sachen schon fertig sind. Also die Mitarbeiterinnen vom Humboldt-Forum haben uns eingeladen, haben ihre Ideen also uns vermittelt. Das heißt, im Grunde genommen ist es wichtig, dass erstmal so eine Art Konzept da war. Ja. Was wollen wir in das Buch reinbringen? Welche Inhalte, welche Zeitepochen, welche Gebäude wollen wir darstellen? Wir hatten auch schon erste Entwürfe in Form von solchen Schwelldrucken, das sind also diese taktilen Drucke. Ja, okay. Was könnte man eventuell an Fassaden und so weiter dort ertasten? Und es kam auch eine spannende Idee schon mit von den Mitarbeiterinnen, dass nämlich die Gebäude, die Fassaden in den Größenverhältnissen im Buch dargestellt werden, wie sie auch in der Realität sind. Also in der Relation natürlich. Das heißt also, wir haben eine relativ kleine Klosterkirche, die sich auf der Seite fast so ein bisschen verliert. Und der Palast der Republik nimmt natürlich schon zwei Seiten ein, in der Breite. Also diese Ideen, die haben wir diskutiert. Mhm. Wir haben dann natürlich in einem so Geben- und Nehmen-Prozess über ein Jahr lang an diesem Ganzen gearbeitet. Mhm. Das heißt, viele Besprechungen vor Ort, gegenseitiges Kennenlernen, Austausch, Dateien und so weiter und so fort. Und das war schon eine sehr spannende Sache. Vielleicht kann ich mal ein kurzes Beispiel nennen, was so eine Besonderheit auch ist, wenn man so eine Buchgestaltung herangeht. Wir haben natürlich zu den Abbildungen auch jeweils Texte, die durch die Fachexpertinnen vom Humboldt-Forum erstellt worden sind. Und normalerweise ist es kein Problem. Also du hast eine Abbildung und du hast einen Text dazu. Hier kommt die Besonderheit dazu, dass diese Texte nicht einfach nur so in normaler Schwarzschrift gedruckt sind, sondern in dieser Großschrift. Dazu wird über den Text noch einmal mit einem durchsichtigen Lack die Brellschrift gelegt, also die Punktschrift. Dann kann man sich vorstellen, also das, was Katja auch gezeigt hatte, der Schwarzdruck, der ist natürlich schon mal doppelt bis dreifach so groß wie der normale Buchdruck in Anführungsstrichen. Die Brellschrift nimmt noch mal mehr Platz ein. Das heißt, eine Seite Großschrift, Schwarzschrift, zwei Seiten Brellschrift. Und hier geht es natürlich darum, dass wir sagen, es muss alles gut lesbar sein für alle Beteiligten, aber das Buch ist schon groß, nicht? Das hast du schon selber gesagt. Also hier müssen wir natürlich drüber sprechen im gegenseitigen Einverständnis. Wie können wir zum Beispiel auch Texte reduzieren? Wie können wir Texte vereinfachen, ohne dass wir natürlich die Inhalte reduzieren? Also ein spannender Prozess in der Textarbeit. Das geht auch weiter bei den Folien, also bei den Abbildungen, kontrastreich und so weiter für Sehbehinderte. Aber sie müssen natürlich auch ertastbar sein. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, Katja hat es gerade gezeigt, die Klosterkirche ist in der Breite 9 cm breit. Und in diesen 9 cm müssen wir tastbar die Umrisse von vielen gotischen Fenstern, von einer runden Apsis, von einem Dach mit einem Türmchen drauf so darstellen, dass sie wirklich durch das Tasten erkundbar sind. Der Palast der Republik in dieser riesigen Darstellung, im Gegensatz dazu, ist relativ einfach zu ertasten. Und das ist ein sehr spannender Prozess. Wie kann ich diese taktile Darstellung gestalten? Nehmen wir bloß mal solche Barockfassaden wie hier im Schlüterhof oder die vom Schloss. Da ist es unmöglich, in einer Tastfolie wirklich jede Einzelheit darzustellen. Hier geht es also darum, wie reduzieren wir die Form
ohne den Inhalt zu reduzieren. Okay. Und das muss ständig diskutiert werden mit den Fachexperten, mit den Mitarbeiterinnen und natürlich dann aber auch mit unseren tasterfahrenen Fokusgruppenteilnehmern. Und naja, da war manchmal nicht nur ein Schwelldruck als Experiment nötig, sondern aber es ist auf jeden Fall was dabei rausgekommen. Es ist ein Wunder. Ja. Also ich finde es wie so eine Erlebnisreise, kann man eigentlich sagen. Und es ist für jeden was dabei. Wir müssen trotzdem noch mal ganz kurz auf dieses Hörbeispiel zurückkommen. Vielleicht, ne, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir wollen gleich auch noch in die Q&A gehen. Was habt ihr uns da mitgebracht, dass wir das gerade noch machen, bitte? Ja, wir haben zwei Hörbeispiele ausgewählt heute, die beziehungsweise zwei Auszüge, die zu Abbildungen aus dem Buch eingesprochen sind. Und vielleicht ganz generell vorher noch gesagt, die Hörversion des Buches findet man vollständig auf der Website des Humboldt-Forums. Sehr gut. Unter dem Link www.humboldtforum.org/tastbuch. Und ja, im Buch selbst ist natürlich dieser Link abgebildet, gleich auf der ersten Seite. Und es gibt auch einen tastbaren QR-Code, mit dem man auf die Website gelangt. Ja, einige von Ihnen haben jetzt zwei Schwelldrucke zu Hause. Die haben Sie sich zuschicken lassen vor der Veranstaltung. Und Sie können diese beiden Schwelldrucke, ich halte sie hier auch mal hoch. Das ist das, was du eben beschrieben hast schon, ne? Also genau, Schwelldruck. Genau, davon sprach Christine. Ja. Sie können diese beiden Schwelldrucke ganz in Ruhe nach der Veranstaltung zu Hause tasten und sich, so oft Sie mögen, die Hörbeispiele auf der Website noch einmal anhören. Okay. Und wir würden jetzt das erste Hörbeispiel uns anhören. Das ist eine Beschreibung der Kuppellaterne. Mhm. Es geht also um den Umbau die Erweiterung des Berliner Schlosses im 19. Jahrhundert. Und parallel würden wir auch die Abbildung aus dem Buch einblenden. Okay, wollen wir es mal machen? Kann losgehen. Acht Engelsgestalten, jede mehr als 2 Meter hoch, waren in einem Kreis angeordnet. Sie trugen ein Gewölbe aus Palmblättern. Hier abgebildet ist eine architektonische Entwurfszeichnung. Darauf ist die Kuppellaterne in Seitenansicht wiedergegeben. In der unteren Hälfte sind 4 stehende Engel mit Flügeln gezeichnet. Die beiden Engelfiguren links und rechts außen erscheinen im Profil, die beiden mittleren frontal. Jede nimmt eine eigene Haltung ein. Auf den Köpfen tragen die Engel Kapitelle. Auf diesen und den Flügelspitzen der Engel ruht ein Gebälk mit Fries. Der Fries ist mit Ornamenten verziert. Darüber befindet sich ein Halbkreis, das Gewölbe. Es besteht aus 4 breiten, gebogenen Rippen, die oben aufeinandertreffen. Zwischen ihnen fächern sich 3 Palmblätter auf. Nur die Blattrippen sind zu ertasten. Sie schließen oben mit einer tropfenförmigen Spitze und unten mit 2 eingerollten Formen ab. Wahnsinn, da darf man nichts vergessen, ne? Oder? Also das ist wirklich so im Detail und so präzise beschrieben. Wir haben noch, bevor wir zu den Fragen kommen, weil die gerade noch alle gesammelt werden, noch ein Beispiel, die Kugelleuchten. Vielleicht wollen wir uns das auch gerne nochmal anschauen. Genau, das zweite Beispiel, die Kugelleuchten, geht nochmal in eine ganz andere Zeit. Und das können wir jetzt auch gerne abspielen und parallel auch nochmal die Abbildung einblenden. Okay. Kugelleuchten. Licht an. Die Innenräume im Palast der Republik waren in modernem Design der 1970er Jahre gestaltet. Alle Ausstattungselemente, vom Teppichboden über die Infoschilder und Möbel bis hin zur Kaffeetasse, schufen eine zeitgemäß elegante Atmosphäre. Auch ein speziell entworfenes Beleuchtungssystem aus Kugelleuchten trug dazu bei. Das Foto veranschaulicht das Kugelleuchtensystem. Die einzelnen runden Leuchten sind mit Stäben horizontal und vertikal wie ein Gerüst miteinander verbunden. Insgesamt 9 der 15 abgebildeten Kugelleuchten sind zu ertasten. Sie konnten flexibel und damit ganz unterschiedlich für die verschiedensten Räume zusammengesteckt werden. Ich habe jetzt gerade mal die Augen zugemacht und einfach nur mal zugehört und mir das so ein bisschen vorgestellt mit diesen Kugelleuchten. Das funktioniert eigentlich ganz gut, finde ich. Das hoffen wir stark. Auch bei den Audiodeskriptionen waren wir natürlich mit dabei und haben als Fokusgruppe mitgemacht. Hier geht es halt wirklich darum, dass wir den Zugang für alle möglich machen. Das heißt, wer keine Schwarzschrift lesen kann, wer auch keine Brailleschrift kann und das
betrifft durchaus auch gerade ältere blinde Personen, der kann noch mal über die Audiodeskription dieses Bild im Kopf entstehen lassen. Das ist wichtig. Komme ich auch direkt mit der Frage zu dir, Christine. Hier ist nämlich, wir haben jetzt die Fragen von euch hier reinbekommen. Ein paar davon möchte ich natürlich ganz gerne an euch stellen. Eine Frage ist, können Sie oder kannst du in dem Fall aus meiner Sicht gesehen die Zusammenarbeit mit der Fokusgruppe an einem Beispiel konkret beschreiben? Ja, ich habe das schon so ein bisschen versucht, indem ich also auf diese Textgestaltung und auf die haptische Gestaltung dieser Bildelemente eingegangen bin. Also das sind schon zwei Beispiele, also wo wir schon gesagt haben, also wir arbeiten an all diesen Dingen sozusagen mit, immer in einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Also es gibt eine Textvorlage, die gemacht wird. Wir stellen fest, die ist zu lang, die lässt sich durch die Schrift nicht realisieren. Dann haben wir die Texte wieder ausgetauscht. Katja hat Vorschläge gemacht. Wir haben gesagt, ja, das funktioniert oder es funktioniert nicht. Also das ist schon so ein Beispiel. Und natürlich auch ganz konkret diese Tastfolie. Das war schon auch nochmal eine besondere Herausforderung. wenn wir bedenken, welche komplizierte Architektur über die vielen Jahrhunderte hinweg in diesem Bauwerk sozusagen sich manifestiert haben. Wo ja am Ende auch nicht unbedingt alle mit glücklich sind, so wie ich das eben gelesen habe in dem Buch. Ne? Also das war irgendwie mit der Außenfassade, meine ich, hätte ich irgendwie gelesen, war es so ein bisschen die einen ja, die anderen, ne, oder? Genau. Es ist, sag mal, wir finden hier natürlich auch Kompromisse. Ne? Ja. Also das ist auch eine Frage. Es sind Tastfolien, das heißt, wir können im Grunde genommen hier auch keine wirkliche haptische Qualität von einzelnen Bausteinen zum Beispiel oder so darstellen. Es ist zum Beispiel eine interessante Frage. Wir haben Umrissfolien, also du kannst Umrisse ertasten. Was ist ein Dach? Was ist sozusagen ein Gebäudeumriss? Aber es geht hier natürlich auch, und da waren wir als Fokusgruppe auch sehr gefragt, um die sogenannten Binnenstrukturen. Das heißt also die Struktur innerhalb des Daches. Und es gibt keine allgemeingültige Regelung, wie stelle ich ein Dachziegel tastbar dar. Okay. Also da haben wir viel zusammengearbeitet, Erfahrungen ausgetauscht und viel experimentiert, gerade unsere blinden, erfahrenen Tastfokusgruppenmitglieder. Ich habe hier die Frage, Katja, aber ich glaube, die hast du am Anfang eigentlich quasi schon beantwortet. Vielleicht noch, kann ja sein, dass jemand später erst dazugekommen ist. Ist das Buch auch für Kinder und Familien geeignet? Ich würde sagen, ja. Es ist, wie wir schon erzählt haben, es ist ein Buch, wovon wir uns wünschen, dass es für viele zugänglich ist, dass viele daran Freude haben und durch die großen Abbildungen, durch das Haptische der Tastfolien und der Tastabbildungen, denke ich, ist es auf jeden Fall ein Buch, das auch für Kinder und Familien interessant ist. Was ist anders als bei anderen Beratungen zu diesem Projekt? Eigentlich nicht so sehr viel. Okay. Die Beratung im günstigsten Fall, das hatte ich schon betont, sind wir von Anfang an dabei, sind wirklich so, dass die Ideen wirklich meistens aus den Museen kommen, und das war ja hier beim Humboldt-Forum auch der Fall. Und dann ist es, wie gesagt, das habe ich schon gesagt, dieses gegenseitige Geben und Nehmen, und so viel anders laufen die Beratungen nicht. Sie sind hier sehr günstig gelaufen, weil wir, wie gesagt, zeitig mit dabei waren, weil wir effektiv mitgestalten konnten in diesem Prozess. Im ungünstigsten Fall, und das ist also dann eher negativ anders bei anderen Beratungen, kommen wir dann manchmal eher so in der Schlussphase solcher Gestaltung dazu, wo dann vieles schon fertig ist und dann steht immer, oh, jetzt müssen wir alles nochmal ummodeln. Was anders war, es war besser anders, positiv, würde ich sagen. Das klingt doch gut. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und es war auch viel gegenseitiges Lernen dabei. Also wir haben viel Spaß daran gehabt, auch etwas über diese Geschichte des Ortes zu erfahren. Und ich glaube, vielleicht auch die Mitarbeiter ein bisschen Spaß daran, wie sind wir, welche Anforderungen haben wir, welche Bedürfnisse als Sehbehinderte und blinde Leserinnen. Mhm. Letzte Frage, letzten beiden Fragen, die gehen, glaube ich, auch ganz schnell. Kann man das Buch kaufen, wenn ja, wo und wann? Man wird das Buch kaufen können, und zwar im Humboldt-Forum im Museumsshop. Mhm. Sobald das Humboldt-Forum und der Museumsshop öffnen können, das ist ja jetzt abhängig von der Pandemielage, wie sich das entwickelt. Also man kann es nicht online bestellen oder so? Das ist geplant. Es ist ein Webshop derzeit in Arbeit. Das heißt, für alle, die nicht ins Humboldt-Forum kommen können, die können dann demnächst auch über das Internet das Buch bestellen. Also man muss sich einfach immer regelmäßig informieren, ob es das dann online schon gibt oder nicht.
richtig? Genau, einfach mal gelegentlich auf die Seite schauen und in einiger Zeit wird es dann zu bestellen sein. Super. Vielen herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle an euch beiden. Ich hätte fast Sie beiden gesagt. Ich weiß dann immer nicht genau, ob ihr zu oder sie sagen. Okay, alles klar. Gut, wir machen weiter. Freuen uns über den nächsten Musikbeitrag. Und zwar geht es hier um eine Komposition von Maurice Ravel. Und ich erspare euch und Ihnen mein Französisch. Vielleicht, Jonas, kann einer von euch das gleich nochmal sagen, wie genau der Titel ausgesprochen wird. Jedenfalls, bitteschön, die Bühne gehört euch. So, ich glaube.
Vielen Dank. Jonas, möchtest du gerne noch den Titel des Musikbeitrages sagen? Das habe ich eben unterschlagen. Pavane pur... Entschuldigung, ich bin immer so konzentriert, wenn ich das spiele. Pavane pur une enfant de vin. Okay. Siehst du, ist nicht viel besser mein Französisch als dein Französisch. Ja, okay. Ich Pavane für eine tote Prinzessin. Heißt gut, ich wollte gerade sagen, ich frage dich nicht nach der Übersetzung, aber du hast gut gekonnt. Ich hätte mich gleich gefragt, dann hätte ich mir spart gewesen. Okay, vielen herzlichen Dank dennoch an dieser Stelle. Wir machen weiter mit der nächsten Gesprächsrunde. Und zwar geht es jetzt zum einen natürlich um Inklusion und Barrierefreiheit im Allgemeinen und natürlich auch in Kulturinstitutionen. Darüber spreche ich mit Jürgen Dusel und ich spreche gerne auch mit Friedrun Portele an Yangbe über die Barrierefreiheit konkret hier im Humboldt-Forum in Berlin. Was gibt es schon und was erwartet uns vielleicht sogar in der Zukunft noch? Und dann möchte ich, bevor Sie euch oder du, Friedrun, und Sie, Herr Dusel, sich nochmal... Wir dürfen noch du sagen. Ach, klar, wenn Sie das wollen. Also, ja, sehr gerne. Das fand ich ja völlig aus dem Raster. Das macht ja keiner. Danke. Ich komme mir fast vor wie zu Hause in der Heimat in Köln. So. Da duzen wir uns nämlich alle irgendwie. Okay, ich würde ganz gerne an dieser Stelle aber nochmal ganz konkret sagen, es gibt natürlich nach dieser Runde, wie am Anfang schon angesprochen, auch eine Frage-Antwort-Runde. Ich sage gerne jetzt nochmal den Link. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, ihn sogar auch noch einzublenden an dieser Stelle. www.voxer.com/Humboldt-Forum. Also da könnt ihr natürlich die ganzen Fragen stellen, die ihr habt und natürlich auch die Anmerkungen, sofern es keine Fragen sind. Oder ihr ruft uns an unter der Telefonnummer 030-992-118989. So, Friedrun, möchtest du gerne anfangen nochmal? Bisschen mehr noch über dich zu erzählen? Ja, ich habe es heute ganz einfach gemacht. Ich habe mich nämlich ganz schwarz gekleidet, um nicht viel beschreiben zu müssen. Ich bin zwischengeübt und habe silberfarbene große Ohrringe an, bin voll schlank und Historikerin, Judaistin, interkulturelle Trainerin, komme aus dem Museumsbereich und bin im Humboldt-Forum gelandet, eben mit der Aufgabe zu überlegen, wie kann ein Konzept für das Humboldt-Forum entwickelt werden. Und es geht da eben nicht nur um bauliche Barrierefreiheit, sondern auch um sprachliche Zugänge. Es geht um Vermittlung natürlich. Es geht darum, wann wird aus Barrierefreiheit eigentlich sowas wie Inklusion? Also was für Voraussetzungen müssen wir schaffen, dass dann später Inklusion wirklich bedeutet, jeder mit seinen Bedürfnissen, und ich glaube, da gibt es gar keine besonderen Bedürfnisse, sondern jeder hat seine Bedürfnisse und die müssen in so einer Gesellschaft zusammengebracht werden und das Forum soll so mit ein Ort sein, okay, wo sowas eben entstehen kann. Genau. Dankeschön. Das ist quasi mein Part hier. Vielen Dank. Jürgen, bitteschön. Muss ich mich jetzt beschreiben? Das mache ich gerne. Ja. Also ich bin so 1,70 Meter groß, glaube ich. Ich habe einen blauen Anzug an, ein weißes Hemd, braune Schuhe, braunen Gürtel. Das kann ich bestätigen. Was würdest du sagen? Ist das eine blaue Krawatte, eine blaugraue Krawatte? Ist es, also, eine schön glänzende, sehr blaue, schöne, ja, Krawatte, ganz genau. Mhm. Braune Haare, grüne Augen. Ach, über das Gewicht sage ich jetzt, ja, grün-grau. Ich dachte, die wären blau. Du, okay. Also vielleicht sind sie auch blau, ich sehe sie so selten, aber alle sagen eigentlich so grün-braun. Okay, gut. Okay? Ja, alles klar. Das kann ich gelten lassen. Jürgen, wir fangen mit dir an. Ja. Du bist der Beauftragte und deswegen direkt mal von vornherein die Frage, wie kann denn eigentlich... Barrierefreiheit, Inklusion, also im Allgemeinen gesehen generell überhaupt funktionieren? Naja, indem man sich klar wird, über was man spricht. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Wenn wir über Barrierefreiheit sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht nur über die Rampe von einem Haus, sondern wir sprechen über ganz viele unterschiedliche Situationen. Menschen mit Behinderungen sind eine komplett heterogene Gruppe. Sie sind so unterschiedlich, wie wir alle sind. Und deswegen sind natürlich auch Erwartungen an Barrierefreiheit sehr unterschiedlich. Wenn ich beispielsweise nicht gut sehen kann, aber gut Treppen laufen kann, dann ist das mit der Rampe für mich vielleicht nicht so wichtig, aber dann eine Form von einer Treppe, die dann beispielsweise markiert ist, ist wichtig. Wenn ich nicht gut hören kann, brauche ich vielleicht andere Zugänge, beispielsweise zu Kunst und Kultur. Wenn ich Schwierigkeiten habe mit dem Lernen, dann brauche ich leichte Sprache. Und mir ist wichtig, dass uns die Zahlen klar werden in Deutschland. Wir haben in Deutschland ungefähr 13 Millionen Menschen, die mit Beeinträchtigungen leben.
Okay. Das sind im Grunde ein Siebtel der Bevölkerung. Und die Gruppe ist komplett heterogen. Wir zählen oft nur die schwerbehinderten Menschen. Das sind die mit dem Grad der Behinderung von mehr als 50. Und das sind ungefähr 8,5 Millionen Menschen. Und wichtig ist auch, dass einem klar wird, dass von diesen vielen Menschen, von diesen 13 Millionen Menschen, nur ungefähr 3% mit der Behinderung geboren werden, beispielsweise so wie ich. Das heißt, wer gut rechnen kann und Wissen macht A, hat das ja uns beigebracht. Richtig, mehr als 90%, ich sage jetzt nicht genau die Zahl, könnt ihr rauskriegen, mehr als 90% erwerben ihre Behinderung im Laufe des Lebens. Durch Unfall, durch Krankheit, durch irgendetwas, ja. Weit nachdem man zur Schule gegangen ist. Und das ist ganz wichtig, das zu wissen, weil wir diskutieren das Thema Inklusion ganz stark im Bildungsbereich. Das ist auch wichtig, total wichtig. Aber für die allermeisten Menschen mit Behinderungen ist dieses Thema gar nicht so sehr wichtig, weil sie ihre Behinderung später bekommen. Und dann spielen andere Dinge eine große Rolle, absolut. Teilhabe am Arbeitsleben, Gesundheit, Freizeit, Kultur, Sport, alles. Und deswegen ist so wichtig, dass wir dieses Thema Inklusion in allen Lebensbereichen diskutieren, eben auch im Bereich der Kunst und Kultur. Wir haben uns vorher, also vor der Veranstaltung, so ein bisschen unterhalten. Für dich gibt es die zwei großen Wörter, die ganz dicht nebeneinander stehen, Demokratie und Inklusion. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn wir über Inklusion reden, reden wir über Demokratie. Demokratie und Inklusion gehören für mich zusammen. Die Teilhabe von Menschen in ihrer Vielfalt an der Gesellschaft ist was ganz Demokratisches. Und deswegen habe ich im Grunde auch meine Amtszeit unter ein Motto gestellt. Und dieses Motto heißt, Demokratie braucht Inklusion. Das bedeutet für mich, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass eben, wenn es um die Teilhabe von Menschen in ihrer Vielfalt geht, dass es nicht um irgendwas Nettes geht, um was Fürsorgliches, um was Karitatives, um was Humanes, mag alles sein. Ich bin der Meinung, es geht um was Demokratisches. Es geht darum, in welchem Land wir leben wollen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wir auch in Zeiten leben, wo wir auch erleben, dass es politische Kräfte gibt, die wieder anfangen, Menschengruppen an den Rand der Gesellschaft zu drängen oder es zumindest versuchen und denen klar entgegenzutreten und zu sagen, wir wollen in einem Land leben, das Vielfalt als Wert begreift, ob alt, ob jung, ob Mann, ob Frau, ob Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund, ob Menschen mit oder ohne Demokratie. Wir stehen für dieses Land ein, wir stehen für Demokratie und Inklusion ein. Das ist mir sehr wichtig. Was ist denn jetzt, also wenn wir das Thema Inklusion haben, ich habe es ja eben auch schon angesprochen in der Anmoderation. Wir beziehen das jetzt mal auf die kulturellen Einrichtungen. Wie gut funktioniert die Inklusion da? Und wir reden jetzt allgemein über die kulturellen Einrichtungen in Deutschland. Was würdest du sagen? Ich glaube, die bewegen sich sozusagen auf dem Weg hin zu einer Situation, in der auch Kultureinrichtungen sich öffnen. Ich erlebe jetzt mehr und mehr, dass eine Form von Willkommenskultur entsteht, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Da spielt natürlich das Thema Barrierefreiheit oftmals erstmals ja eher die Rolle im baulichen Bereich, dass man sagt, kommen die Leute überhaupt rein. Aber das ist nur ein Aspekt. Die Frage ist, sind denn unsere museumspädagogischen Konzepte beispielsweise so gestrickt, dass auch Kinder mit kognitiven Einschränkungen das erfahren können? Ist das denn so? Muss da noch was gemacht werden? Da muss noch viel gemacht werden. Es gibt gute Beispiele, wie überall, Best Practice. Mhm. Aber es ist in der Tat so, dass dieses Thema der Barrierefreiheit immer noch sehr stark auf den baulichen Bereich fokussiert wird. Und mir ist es ganz wichtig, immer wieder zu sagen, es fängt schon damit an, wie die Homepage von einem Museum gestaltet ist, ob beispielsweise Menschen mit Sehbehinderung die Informationen dann auch wirklich erfassen können, also ob sie barrierefrei ist, die Page. Es geht weiter über die Frage des Ticketing, kriege ich irgendwie ein Ticket, wie sieht das denn aus, kriege ich das hin und so weiter und so fort. Es ist also viel mehr als nur der Bau. Aber der Bau ist natürlich auch ganz wichtig. Absolut, ja. Ich habe gelesen, dass es einen neuen, also beziehungsweise, ja, es gibt einen europäischen Gesetzesentwurf seit März diesen Jahres. Und der schreibt natürlich vor, zum Thema Barrierefreiheit natürlich. Mhm. Und der schreibt vor, dass die ganzen europäischen Länder liefern müssen jetzt. So, wir haben, ich glaube, wir sind in der Entwicklung so ein bisschen hinterher auch. 2002 gab es irgendwie so die Grundsteinlegung. Was ist seitdem passiert? Und dann habe ich natürlich noch gesehen oder gelesen, dass verlangt wird, dass, also der DVBS verlangt natürlich, dass man in diesem Anwendungsbereich auch Menschen mit funktionellen Einschränkungen noch mehr einbinden sollte. Ist das nachgeholt worden mittlerweile? Wie schwer tun wir uns in Deutschland? Kriegen wir das abgeliefert? Ich glaube, bis Juni muss es der Fall sein. Also der Hintergrund ist der European Accessibility Act. Das ist eine europäische Richtlinie, die sozusagen jetzt erstmal an sich uns nichts nützt, sondern die muss tatsächlich gegossen werden in deutsches Recht. Das wird gerade geschehen. Okay. Und das ist sozusagen für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil
dieser European Accessibility Act ist sozusagen der erste große Schritt dahin, dass wir auch private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, beispielsweise im digitalen Bereich, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, dass wir die zur Barrierefreiheit verpflichten. Im öffentlichen Bereich, also wenn es um die Frage geht, komme ich mit meinem Rollstuhl ins Rathaus, bekomme ich einen Bescheid in Brailleschrift, wie sieht es aus, wenn ich in Gebärdensprache kommunizieren muss, da läuft das schon ganz gut, da sind die Gesetze schon da. Aber wir haben in Deutschland offensichtlich so eine German Angst, so ein bisschen die privaten Anbieter zu verpflichten, weil man glaubt, das wäre für die eine große Belastung. Und ich werbe seit langer, langer Zeit dafür, dass das geschieht, dass man sich verpflichtet, denn die Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen, die leben ja nicht nur im öffentlichen Bereich. Also man geht schon mal ins Rathaus, das soll schon mal vorkommen. Aber die Leute wollen natürlich zu Recht, und sie haben Recht darauf, ins Kino gehen, ins Theater gehen, in ein privates Museum gehen. Die wollen beispielsweise Geld abheben an einem Bankautomaten. Jetzt macht einfach mal die Augen zu, wenn ihr das nächste Mal an einem Bankautomaten Geld abheben wollt, und versucht mal rauszukriegen, ob ihr an euer Geld kommt, wenn das Konto gedeckt ist, wovon ich ausgehe. Das ist also tatsächlich ein Problem, und da ist tatsächlich jetzt gerade das Gesetzgebungsverfahren im vollen Gang. Und ich als Beauftragter der Bundesregierung bin natürlich nicht nur sozusagen in dem Gesetzgebungsverfahren auf Bundesregierungsebene aktiv, sondern jetzt auch im parlamentarischen Verfahren. Und da gibt es ein paar Punkte, die sind schon ganz gut gelungen im Gesetz. Aber es gibt auch noch ein paar, wo ich sage, hey, da müssen wir noch besser werden, da können wir noch was machen. Ja, noch ist es ein Gesetzesentwurf, ne? Genau. Also da kann ja noch ein bisschen was dran verändert werden. Genau, das ist jetzt im parlamentarischen Verfahren. Was ich auch gelesen habe, ist natürlich, wir haben jetzt gerade im Zuge dieser ganzen Pandemie-Geschichte auch ein bisschen das Problem, wenn wir über Tasten sprechen, was die Hygiene anbelangt und so. Das ist natürlich dann auch eine große Chance, was die Barrierefreiheit anbelangt, ja, wenn wir da auch im Sinne der Digitalisierung noch mehr Möglichkeiten schaffen. Na klar. Ja, und der Punkt ist, ich würde ganz gerne dieses Thema der Barrierefreiheit anders diskutieren. Ich habe so das Gefühl, in Deutschland, aber nicht nur da, wird das so negativ konnotiert. So nach dem Motto, oh, jetzt machen wir was, jetzt bauen wir ein Gebäude oder wir bauen jetzt ein tolles neues Museum. Ach Gott, wir müssen das ja auch noch barrierefrei machen. Ja. So nach dem Motto, oh, das ist bestimmt nicht so schick, das sieht bestimmt nicht so gut aus, das ist, naja, nicht so toll. Und ich finde das eine grundfalsche Debatte. Ich bin der Meinung, dass Barrierefreiheit ein Qualitätsstandard ist. Es ist cool, in einem Land zu leben, das barrierefrei ist. Es macht keinen Sinn, irgendwas zu bauen, und man baut Barrieren. Ich möchte es so diskutieren, dass wir sagen, wer heutzutage irgendwas macht, ein Buch, eine Infrastruktur, ein Bahnhof, eine digitale Geschichte, und er macht das mit Barrieren, der ist unprofessionell. Aber dann ist das Wort vielleicht auch nicht das Richtige. Ja, viele sprechen ja von Zugänglichkeit. Ja, das gefällt mir. Oder von Accessibility, von Zugänglichkeit. Ja. Ich will einfach sagen, Barrierefreiheit ist ein Qualitätsstandard für ein modernes Land. Okay. Und Barrierefreiheit nützt natürlich allen Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Idee von Barrierefreiheit verstehen als etwas mit einer tiefen sozialen Dimension. Es geht da nicht nur darum, wenn ich das noch sagen darf, dass Leute jetzt mit einem Rollstuhl in ein Haus reinkommen, in eine Kneipe reinkommen, sondern es geht darum, dass die Menschen was zusammen in dem Haus, in der Kneipe machen können. Das heißt also, es geht nicht nur um die Frage, komme ich von A nach B, sondern kann ich was zusammen mit anderen gestalten und machen. Und deswegen hat diese Barrierefreiheit so eine tiefe soziale Dimension und ist nebenbei auch ein Recht, das alle Menschen haben. Okay. Friedrun, wir springen mal in dieses Gebäude, in dem wir gerade alle hier sitzen. Wie zugänglich ist das denn hier? Also was genau habt ihr hier gemacht, dann, um es zugänglich zu machen? Und was gibt es für Ideen, es noch zugänglicher zu machen? Ja, genau. Das ist natürlich so eine Herausforderung für so ein riesiges Gebäude. Wie schafft man das eigentlich mit den ganz vielen unterschiedlichen Zugängen, die wir gerade gehört haben? Wir haben auch so ein paar Fotos mitgebracht. Also unter anderem bin ich wirklich glücklich, dass es ein Bodenleitsystem gibt in diesem Gebäude. Das ist jetzt letzte Woche tatsächlich endlich verlegt worden. Es wird gerade ein Foto eingeblendet. Das zeigt den Blick vom ersten Stock zur großen Freitreppe. Man kann da ein großes Noppenfeld erkennen und eben Streifen, Rippen, die verlegt worden sind. Und wenn man genau schaut, dann ist es so, dass man unten auch nochmal Aufmerksamkeitsfelder erkennen kann. Und das Spannende ist ja, wir sind hier ein öffentlich
gefördertes Haus. Mhm. Also eigentlich ist es ganz klar, dass sowas angeboten werden muss. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass es nicht in jedem Museum zu finden ist. Oder manchmal dann der Kompromiss gemacht wird, wir führen einfach zur Kasse und ab da gibt es dann Personal. Also ich glaube, es geht tatsächlich darum, nochmal zu überlegen, was kann man anbieten. Wir sind gut finanziell ausgestattet und darum bin ich froh, dass wir eben jetzt nicht nur sowas wie ein Bodenleitsystem haben, sondern dass wir zum Beispiel einen Medienguide anbieten werden. Also man kann eigentlich sagen, es ist mehr als ein Museum. Und wenn man das so sagen darf, was macht den Unterschied zu einem Museum? Ja, es ist definitiv mehr als ein Museum. Als Forum ist ja das Ziel, dass wir irgendwann mit der ganzen Gesellschaft diskutieren können, mhm, über die Themen. Und das Humboldt-Forum ist ja schon immer auch umstritten gewesen. Und das ist gut, dass man über Themen wie zum Beispiel Abriss, das ist ja hier auch mit drin, Palast, mhm, der, mhm, Republik, dass man darüber diskutiert, dass man über die Sammlungen diskutiert, die hier gezeigt werden. Aber das kann nur inklusiv passieren, wenn davor Barrierefreiheit umgesetzt ist, nämlich ein Zugang überhaupt zu den Themen dann da ist, also dass alle mit hineingenommen werden. Darum Medienguide, ganz wichtig, Gebärdensprachvideos, leichte Sprachevariante, ist jetzt noch nicht ganz fertig, die wird aber bald fertig sein. Es wird Audiodiskussion. Gibt es noch mehr Bilder, die du uns mitgebracht hast? Ja, natürlich habe ich noch mehr Bilder mitgebracht, also zum Beispiel Taststationen, ein Tastklo. Von vornherein nicht so geplant eigentlich, ne? Oder? Anfangs. Doch, also die bauliche Barriere Freiheit, die war immer mit drin. Da gab es eine tolle, okay, Begleitung, mhm, von einer Architektin. Die ganzen Stationen, die jetzt gekommen sind oder noch kommen, die noch in der Konzeption zum Teil schon umgesetzt sind, die sind in der Zeit jetzt entstanden. Und, mhm, das ist ganz wichtig, wir sagen, wir brauchen das in den Dauerausstellungen. Wir brauchen so ein Grundangebot, um Zugänge zu schaffen. Das ist natürlich nicht jedes Thema, das dann, mhm, barrierefrei inklusiv gestaltet ist. Aber wir brauchen die Hauptthemen auf jeden, mhm, Fall. Und was wir jetzt zum Beispiel gerade eingeblendet sehen, ist aus der Ausstellung Berlin Global von Kulturprojekte Stadtmuseum. Und das ist ein Tastklobus. Man kann vielleicht die Brailleschrift auch ganz schön drauf erkennen. Oh, okay. Und das ist eben so, dass dieser erste Raum einen riesigen Globus in der Mitte zeigt. Den kann ich aber nicht in seiner Größe ertasten. Also brauche ich das kleine Modell, um das dann zu tun. Und dann geht es natürlich darum, wenn wir sprachliche Zugänge haben, wie sieht es aus mit Veranstaltungsprogramme? Ich habe ein Foto mitgebracht von einem Mädchen, das mit Langstock zu sehen ist. Das ertastet gerade, kommt gleich bestimmt, einen Adlerkopf. Und das war ein tolles Projekt mit einer Schulklasse, das schon im Vorfeld quasi gelaufen ist. Also, mhm, es geht darum, wir wollen natürlich Tastführungen anbieten, Hörführungen, aber eben Tandems. Das ist ganz wichtig, auch dass die Perspektive zum Beispiel von gebärdensprachkompetenten, mhm, Menschen mit reinkommt. Also, dass nicht der Vermittler nur übersetzt wird, sondern dass es da ein gemeinsames gibt. Das heißt, da wird es einiges hoffentlich bald dann geben. Wir wissen halt nicht, was die Pandemie oder wann die das zulässt. Aber wir versuchen als Humboldt-Forum natürlich dann auch noch mal kleinere Projekte umzusetzen, aber auch wie gesagt, Angebote in der Breite, um das dann tatsächlich auch umsetzen zu können. Ein Foto habe ich noch vergessen, das will ich noch zeigen. Bitte, unbedingt. Nämlich, man spricht ja ungern über Toiletten, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über bauliche Barrierefreiheit sprechen. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein Piktogramm, man sieht einen Rollstuhlfahrer, WC ist dort zu ertasten und dann eine Person, in dem Fall sogar männlich dargestellt oder zumindest nicht, wie wir die Frauenfiguren haben, und eben eine Wickelgelegenheit. Mhm. Es wird zum Beispiel eine Wickelgelegenheit für erwachsene Menschen auch geben und das ist ein Thema, das ist total wichtig und da bin ich froh, dass sowas mitgedacht worden ist. Gleichzeitig ist noch viel Luft nach oben, weil wir sind ein Forum. Wir werden erst Humboldt-Forum. Das heißt, da ist noch ganz viel Möglichkeiten, sich auch zu beteiligen und mitzuarbeiten. Und ich glaube, das ist so der Wunsch, die Botschaft auch heute Abend. Wir machen tolle Projekte und wir wollen uns weiterentwickeln. Ups. Dann vielleicht noch eine letzte Frage an euch beide. Im Moment ist es ja so, dass das alles nur digital stattfinden kann, weil der Eröffnungstermin ja verschoben werden muss. Das sollte ja eigentlich letztes Jahr im Dezember schon geöffnet werden. Was glaubt ihr denn, wie es ankommt bei den Leuten?
Das ist eine gemeine Frage. Ja, ich glaube, es wird natürlich kritische Stimmen geben und das ist ja auch gut, weil es geht ja darum, dass ein Humboldt-Forum oder ein Forum insgesamt erst im Entstehen ist, erst im Werden ist. Ich glaube aber, dass wir eben zum Beispiel durch eine Zertifizierung Reisen für alle, das ist von den Bundesministerien angeregt worden. Also ich hoffe, dass es uns gelingt, das gut zu vermitteln, was wir alles anbieten, sodass Leute sich gut vorbereiten können, wenn sie hier ins Haus kommen, um eben dann Teilhabe, Teilgabe, ist ja auch so ein Wort, das ganz schön ist, eben hier dann tatsächlich zu erleben. Ja, und ich glaube, dass Inklusion ein Prozess ist. Insofern passt das ja auch ganz gut zu diesem Haus, das ja auch in so einem Prozess sich bewegt. Das ist eine Haltungsfrage. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass eben dieses Thema der Zugänglichkeit, der Barrierefreiheit mit zu diesem Forum einfach dazugehört, dass das mit zum Corporate Identity, wie man so schön sagt, dazugehört. Und mir ist es auch wichtig, und das erlebe ich auch jetzt hier bei Professor Dogalo, dass es eben auch von der Hausleitung gewollt wird und nicht sozusagen administriert wird zu Kuratorinnen, Kuratoren, die das natürlich auch machen können, sehr gut. Aber es ist ganz wichtig, dass die Hausleitung, und zwar für alles, in dem Fall auch in Museen generell, sagt, das gehört zu unserem Angebot einfach dazu. Und zwar nicht, weil wir nette Menschen sind, das sind wir sowieso, sondern weil die Menschen darauf ein Recht haben. Richtig, denn Menschen mit Behinderungen sind Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Sie haben genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Und es ist eben Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie diese Rechte nicht nur irgendwo abstrakt haben, sondern beispielsweise hier im Humboldt-Forum leben können. Das ist, glaube ich, die Aufgabe. Und das ist ein Prozess. Und ich bin sehr gespannt, wie das vorangeht und welche Fortschritte sie machen werden. Auch vielleicht manchmal, wo man irrt und ein bisschen wieder zurück muss und einen anderen Weg einschlagen muss. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Also das ist eine Querschnittsaufgabe und ich glaube, das ist tatsächlich unsere Aufgabe, auch nochmal ganz viele vom Haus mitzunehmen. Und genau, dieser Lernprozess ist einfach schön, auch so ein Aha-Erlebnis ja, bei vielen Kolleginnen dann zu haben, weil eben plötzlich die Erkenntnis da ist, ja gut, das, was ich jetzt hier barrierefrei umsetze, ist ja eigentlich eben für eine Genau, und vor allem die Expertise von den Menschen mit Beeinträchtigungen auch abholen. Nothing about us, without us. Also tatsächlich diese Expertise mitzuholen. Ja. Und das geschieht ja hier und das ist auch gut so. Genau das, was ich noch hinzufügen wollte, das ist natürlich, alles gut, ich bin ja froh, dass du es gesagt hast. Ja. Das ist ein Lernprozess, ein Erfahrungsprozess, dass man das auch hoffentlich mit einbindet dann für die Zukunft und, wie wir so schön sagen, heutzutage ist das alles noch optimierbar. Ist das eigentlich jetzt meine letzte Frage, bevor wir in die Frage-Antworten-Runde gehen, ist das eigentlich einzigartig in dieser Art, wie das hier so gerade ist in Deutschland? Das also ist mit nicht, all dem Angebot? Das ist nicht einzigartig, aber es ist gut. Okay. Also wir erleben das jetzt grundsätzlich, dass auch vor dem Hintergrund der rechtlichen Rahmenbedingungen natürlich die Museen, auch die Ausstellungsbereiche verpflichtet sind, das zu tun. Und ich sage, das ist natürlich dieser gesetzliche Auftrag einerseits, der manchmal so eine Negativmotivation erzeugt, wo man sagt, oh Gott, das müssen wir jetzt auch noch machen. Ich will es anders haben. Ich will sagen, es ist einfach cool, in ein Gebäude, in ein Forum, ins Humboldt-Forum zu gehen, das barrierefrei ist. Weil es einfach unprofessionell ist, es anders zu machen. Mhm. Und ich freue mich sehr, dass das hier geschieht. Es ist nicht einzigartig, aber es ist ein wichtiger Baustein. Es ist ein Teil eines Mosaiks. Und es wird dazu führen, wenn das immer mehr machen und wenn vielleicht auch das hier als Best Practice wirkt, dass wir einfach moderner werden in Deutschland. Absolut. Ja, ja. Und darauf freue ich mich einfach. Okay, vielen Dank. Wir haben Fragen an euch beide. Ich frage einfach mal, arbeiten im Humboldt, und wer es beantworten will von euch beiden, das könnt ihr untereinander entscheiden. Arbeiten im Humboldt-Forum Menschen mit Beeinträchtigungen? Ja, auf jeden Fall. Und trotzdem ist das ausbaufähig. Das ist auch ein großes Thema von Jürgen Dusel, erster Arbeitsmarkt. Ich bin zum Beispiel glücklich, dass es Vermittlerinnen geben wird, die sehbehindert blind sind, weil das nochmal eine neue Perspektive auch ist. Es sind im Humboldt-Forum selbst auch Angestellte natürlich, aber wie gesagt, Luft nach oben, optimierbar, hast du gesagt, ist ein wichtiger Punkt. Diverser werden ist ein wichtiges Schlagwort. Ist eine Streaming-Veranstaltung das richtige Format für Inklusion? Es ist ein Format, das dazu führt, dass beispielsweise Menschen teilhaben können, die vielleicht
nicht nur in der Pandemie, aber auch außerhalb der Pandemie Mobilitätseinschränkungen haben und beispielsweise jetzt nicht so leicht von A nach B kommen können. Deswegen kann das ein Angebot sein. Wichtig ist aber, dass diese Streaming-Angebote barrierefrei sind. Also wie hier beispielsweise mit Gebärdensprache, mit Untertitelungen, in leichter Sprache, vielleicht in Audiodeskription. Und das ist auch ein Baustein, der dazu führt, dass Teilhabe stattfinden kann. Okay. Frage geht jetzt an Christine oder Katja. Ich weiß nicht, ob wir es eben schon beantwortet haben, aber ich stelle sie gerne nochmal. Wird es denn das Buch auch demnächst im Buchhandel geben, damit lokale Buchläden unterstützt werden können? Aha. Weiß es einer von euch beiden? Ob es das Buch auch im Buchhandel gibt demnächst? Achso. Es wird jetzt erstmal im Humboldt-Forum im Museumsshop verkauft werden. Ja. Da haben wir eine Kooperation. Ist das denn geplant vielleicht, dass es das demnächst im Buchhandel gibt? Bisher haben wir es noch nicht geplant, aber das ist natürlich was, was wir gerne mitdenken und auch nochmal diskutieren. Okay, hier ist auf jeden Fall der ausdrückliche Wunsch, dass man drüber nachdenkt. Das nehme ich mit, ja. Gut, alles klar. Welche Auswirkungen hat Corona auf die Thematik, werde ich hier gefragt, Jürgen. Der Barrierefreiheit oder der Inklusion insgesamt? Wahrscheinlich der Inklusion. Also gehe ich von aus, ja. Wir müssen sehr darauf achten, dass wir Dinge, die erreicht worden sind, beispielsweise auch, weil sich gerade Menschen mit Beeinträchtigungen und Selbstvertretungsorganisationen da sehr stark gemacht haben, dass wir da nicht zurückfallen jetzt im Rahmen der Pandemie und vor allem, dass jetzt in der Pandemie die Entscheidungen, die getroffen werden, beispielsweise auch auf politischer Ebene, also wenn es darum geht, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen für die Infrastruktur, dass wir sozusagen diese Entscheidungen inklusiv gestalten. Ich will vielleicht ein Beispiel geben. Wir haben doch am Anfang der Pandemie gemerkt, dass wir kaum Informationsveranstaltungen beispielsweise mit Gebärdensprache gesehen haben. Das aber war für Leute, die taub sind, extrem wichtig, dass sie diese Informationen bekommen. Das hat sich jetzt verbessert, deutlich verbessert, wenn ich beispielsweise an die Pressekonferenzen der Bundesregierung oder das Briefing vom Robert-Koch-Institut schaue. Aber wir dürfen sozusagen, wenn die Pandemie hoffentlich dann irgendwann vorbei ist, da nicht zurückfallen und wieder as business as usual machen. Mhm. Also da merkt man schon, also dass Problemlagen, die wir schon vorher beschrieben haben, wie durch ein Brennglas jetzt in der Pandemie sich verstärken. Okay, haben wir es gesagt, wie teuer das Buch ist, wenn man es kauft? Das haben wir noch nicht gesagt, okay. Aber ich sage es gerne, ja. Es wird 24,90 Euro kosten. 24,90 Euro, die psychologische 90 dahinter. Okay, verstehe. Alles klar, ich glaube, das war's mit den Fragen, die wir haben hier an dieser Stelle. Ich sage herzlichen Dank an meine Gästinnen und an meinen Gast, dass ich das mal so sagen darf. Das ist großartig. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube tatsächlich, wenn es natürlich noch viel, viel mehr Fragen gibt, die kann man sicherlich stellen. Es gibt ja immer noch eine Internetseite, auf die man gehen kann. Und da kann man natürlich auch noch jede Menge Fragen loswerden, wenn man das denn möchte. Wir haben darüber gesprochen, was das Buch kosten wird, wo es das gibt. Demnächst kann man das dann auch hoffentlich online im Store kaufen. Auch das wäre ja auch eine barrierefreie Möglichkeit dann in diesem Sinne. Ich sage an dieser Stelle gerne herzlichen Dank an meine Gäste, Gästinnen, das habe ich schon gesagt, natürlich auch an die beiden Musiker. Vielen herzlichen Dank für die tollen Musikbeiträge eurerseits. Dann, was fehlt mir noch? Mir fehlt dann noch eigentlich zu sagen, danke auch nochmal an Hartmut Dogalo, den haben wir auch am Anfang gesehen, der Generalintendant. Und an das an die Kuratorin natürlich der Veranstaltungsreihe Ortstermin, Andrea Rieder, die übrigens dafür verantwortlich ist, dass ich hier sitze. So. Und auch an das gesamte Team, alle, die hier mitgearbeitet haben und natürlich auch alle hinter den Kulissen, die man jetzt hier in diesen Räumlichkeiten nicht sieht oder die ich sehe. Ihr könnt es ja vielleicht sogar gar nicht sehen oder hören. Ansonsten möchte ich gerne an dieser Stelle noch sagen, aus der Veranstaltungsreihe Ortstermine gibt es den nächsten Termin am 19. August. Das wird dann irgendwann sein, wenn es hoffentlich wieder warm ist draußen. Und dann wird es den Titel haben, Ortstermin, die Namensgeber und die namenlosen Einblicke, Humboldt-Brüder. So, was haben wir hier noch? Ein Wir sind ja bei der Geschichte des Ortes und haben wir total vergessen zwischendrin. Wir haben tolle Filme, die zeigen, wie Modelle
des Palastes der Republik, aber eben auch des Humboldt-Forums entstanden sind. Und es war sehr beeindruckend. Wir waren vorhin im Schlüterhof. Jürgen Dusel hat geschnipst und geschätzt, wie groß der ist. Und das ist natürlich für mich, die sowas nicht kann, total beeindruckend. Aber vor allem habe ich mir gedacht, da wäre jetzt super gewesen, wir hätten den tollen Vermittlungswagen schon dabei gehabt, um das Ganze mal ertasten zu können. Also wir haben es tatsächlich nicht vergessen, sondern wir waren in der Zeit ein bisschen ja, aber das war geschummelt. Jetzt noch zum Schluss einfach einmal gut. Das Humboldt-Forum. Ganz schnell jetzt, bitteschön. Gut. Willst du es noch zeigen? Genau. Gut, dann machen wir das gerade noch. Genau, was man jetzt hier ganz schön sieht, ist, jetzt haben wir den Palast der Republik, ist auch wunderbar. Mhm. Ein Tastmodell, das wird in einem Vermittlungswagen eingesetzt bei Tastführungen. Das ist aus Korean hergestellt, ist mit Profilschrift und mit Breitschrift auch bezeichnet. Und man kann eben ganz schön erkennen, dass der Palast der Republik sehr lang gezogen war, dass es da die Fassade mit den berühmten Fenstern gab. Man kann auf jeden Fall auch hier ganz schön erkennen den Weg runter dann zur Spree. Also ein tolles Tastmodell. Ich bin jetzt nicht so gut drin, das so zu beschreiben, weil wir doch schon am Ende sind. Aber das heißt einfach nur, wir hoffen, Sie kommen, können bald kommen und das dann tatsächlich bei den Führungen auch aus Korean. Das ist ein Mineralstoff, ist ein sehr hochwertiges genau. Material. Da habe ich mal Waschbecken draus gemacht. Da sind wir wieder beim Thema Pandemie. Genau. Das stimmt allerdings. Okay, gut. Dann haben wir das auch. Dann kommt von meiner Seite her noch der letzte Veranstaltungshinweis. Der ist nämlich für nächste Woche. Donnerstag, 29.04. Gleiche Zeit mit dem Auftakt der Veranstaltungsreihe mit Wissenschaft. Spinnen die Bakterien? Oh, Spinnen sind übrigens meine Lieblingstiere, by the way. ja, und eins habe ich noch für Sie dabei, das wollen wir natürlich nicht vergessen oder für euch dabei, und zwar einen letzten Musikbeitrag. Und da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf. Nochmal Ariane Jesulat und Jonas Hauer und, Entschuldigung, aber ich sage einfach nur der Schwan. Ist das okay? Mehr hätte ich auch nicht gesagt. Okay, alles klar. Bitteschön und vielen Dank.